Ich hoffe, das Gerät fühlt sich nicht sehr verwirrt. Ein Speicher aus einem Lenovo, ein Dummy SSD aus einem HP, ein Schrauber aus meiner Kiste. Schlimmer könnte es kaum sein. Das heutige Opfer ist dieser Acer Nitro 5, ein AN51751. Laptop ist ausgefallen. Zuerst defektes Netzteil vermutet, ein Netzteiltausch hat nicht geholfen. Status LEDs am Netzanschluss bleiben dunkel. An-Aus-Taste bewirken nichts. RAM fehlt. Nun, wenn man das Netzteil anschließt, dann schaltet sich so schön heraus. Also, wir haben hier wieder mit einem Kurzschluss zu kämpfen. Eigentlich, wie immer, die Frage ist, ob es schnell und schmerzlos wird oder total Schaden. Nämlich, bei diesen Nitros haben entweder ein einfacher Kondensator-Kurzschluss, dann wird das Video wieder sehr spannend. Oder etwas in der Spannungsversorgung vom Prozessor oder Grafik, und das führt dazu meistens, dass eine von die zwei mitstirbt. Oh. Jemand hat das Ding schon mal falsch geöffnet. Nämlich diese ganze Kühlrippen-Dingsbums ist hier schon abgebrochen. Und hier fehlt auch der Schraubdom am Ecke. Hier alle diese Kunststoffnietchen sollten hier eigentlich. Was macht hier diese Zeug? WLAN-Karte fehlt. Und auch die RAM speichern, das wurde aber geschrieben. So, dann nehme ich diese hier auch ab, wie es eigentlich mit der Unterschale zusammen passieren sollte. Die Wärmeleitpaste ist nicht im vollen Umfang. Oh. Hier sehe ich einen Fingerabdruck auch. Also das war definitiv auch schon auf. Und wie ich sehe, es wurde so die Wärmeleitpaste getauscht, dass die originale Paste auch noch drauf ist. No. Hier auch ein Stück Kleber. Das gehört normalerweise hierher. Ich hoffe, viel mehr wurde hier nicht rumprobiert. Aber der Chipsatz haben wir zumindest. Ich nehme schon mal das Board heraus. Sowieso habe ich nicht so Glück. Und der Fehler liegt nicht an dieser Seite. Aber wenn ich jetzt das ausbaue, dann wird es doch an dieser Seite hier. Total Murphy. Oh, noch eine Schraubelein. Jetzt haben wir keine große Überraschung. Super. Also, was wissen wir? Hier kommt die Spannung an. Dann geht es auf die andere Seite durch. Hier haben wir die zwei berühmte MOSFETs, erster MOSFET, zweiter MOSFET.
Und der Current Resistor, hier können wir gleich mit einer Messung anfangen. Einfach piepen. Durchgangsmessung. Also, erste, zweite MOSFET Current Resistor, hier fängt der 19 Volt an. Einmal gegen Masse messen. Wir haben hier 0,12 Ohm. Aus diesen 0,12 Ohm nehmen meine Probes 0,7 ungefähr. Also haben wir einen totalen Kurzschluss. Und wenn schon, dann messe ich mal die erste MOSFET. Wenn das hier rumprobiert wurde, das mag ganz bestimmt auch. Aber nein. Hier sieht es gar nicht im Kurs. Oder doch? Nee. Mach mich. Ja. Der ist auch gegangen. Und schauen wir hier bei der Stromversorgung vom Prozessor irgendwo eine Spule dasselbe Wert finden. Also total 0. Hier sind die zusammen 1 Ohm. Das kann noch klappen. Hier bei der Grafik 0,3, 0,4. Grenzwertig, aber ja, ist etwas sichtbar an einem Kondensator irgendwo. Nein, wenn es fällt nicht schnell auf, dann kommt das Wärmebildkamera. Na nun, dann sehen wir, was hier losgeht. Einmal Masse. Dann dieser Punkt hier zum Beispiel, er soll hier ebenfalls der 19 Volt ja sein. So, ich werde diesmal hier einspeisen oder sogar hier. Aber nur 1 Volt. Ohne Protection. Und nun sehen wir, was wird warm. Ja, in diesem Bereich ist ein Punkt, wo das Ding warm wird. Hier, genau, und mit der Makrolinse wird das wieder klar. Ja, das soll dieser Kondensator sein. Oder bist du eigentlich? Nein, es ist kein Kondensator. Diese hier, was hier für uns warm wird, diese, ist ein Induktor, eine Spule. Das heißt, dass unser eigentlicher Kurzschluss
hinter diese Bauteil ist. Also ich speise hinter diese Bauteil, hinter dieser Spule wieder Spannung ein. Und dann es soll an der anderen Seite liegen. Hier, wer wird, na, jetzt ist es schon sichtbar. Schon sichtbar ist es. Also dieser Kondensator hier. Ziemlich eindeutig defekt. Also einmal dieser Kondensator muss rauskommen. Und ich stelle hier ein 10 Mikrofarad Kondensator. Und das wird erstmal getauscht. Ja, es ist ein bisschen größer von der Maße her, aber absolut egal. Hauptsache, dass es ein mindestens 25 Volt Kondensator ist und am besten 10-20 Mikrofarad. Damit kann man keinen Fehler am 19 Volt verursachen. Eigentlich könnte es ganz ohne funktionieren, das sage ich immer, weil scheinbar eine ganze Menge von Kondensatoren sind an der 19 Volt unterwegs. Und dann haben wir hier noch ein defektes erste MOSFET. Es verpasst sich etwas Lötzinn. Nur damit das Ding sicher benetzt ist. Und dann kommt hier raus. Und diese rein. Thank you.
allererste Mal schauen wir, was passiert, wenn wir Spannung anlegen. Ganz normal durch die Netzbuchse. Ja, der Kurzschluss ist definitiv weg. Wir haben eine super Spannungaufnahme oder Stromaufnahme. Wir haben hier einen Fremdarbeiter. Hoho. Es ist ein HP Pavilion Dummy SSD. Was macht das Ding hier drin? Und warum? Aber mal ehrlich. Ich habe nicht gedacht, dass das dafür einen Markt gibt. Das heißt aber, dass jemand war schon in dieses Gerät, der solche Ersatzteile übrig hatte. Ein Kunststoff-SSD. Ich weiß nicht, ob es so zulässig ist. Oder vielleicht deswegen ist das Gerät nein für die weitere Arbeiten gesagt. Haben wir hier etwas Zeug drin, was nicht unbedingt hier gehört. Na, nicht viel. Hier eine Schraube minus, also diese wurde auch schon mal geöffnet. Ja, das sieht eigentlich relativ gut aus. Und jetzt ist es noch sauberer geworden. Schau mal, ob ich eine passende kleine Schraube finde. Na, das soll passen. Oh, ich verpasse hier ein Speicher. Ich
Ich hoffe, das Gerät fühlt sich nicht sehr verwirrt. Ein Speicher aus ein Lenovo, ein Dummy SSD aus ein HP, ein Schraube aus meiner Kiste. Schlimmer könnte es kaum sein. Und nun hoffentlich keine schlechte Überraschung. Einschalten. Es sieht lebendig aus. Ja, eventuell noch ein Neustart. Oh, es wird zu viel für meine kleine Labornetzteil. Hat eine 9. Generation i7 drin. Der frisst einiges am Strom. Na mach. So, Hintergrundbeleuchtung hatte ich schon gesehen. Ja, super. Wenn dieser Rist hier nicht wäre. Ja. Standardarbeit für einen Standardsonntag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.